Ah, das ist ja super. Ach, das ist Dolores. Finde raus, was mit der passiert ist über die. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik. Geh und rede in der Bibliothek. Mit Lenoir. Sammel 25 mehr Staubkörner. Ach du Schande. Also, ich soll in der Bibliothek mit dem reden. Oh, wo war die? War die hier unten? Nö. Aber hier ist ein Staubkorn. Moment. Where the hell have you been, Ah. Dolores? We're all here waiting for you so we can start the reading of Uncle Chuck's will. Take a chill pill, Lenore. I had to answer the door. It was one of those federal agents. I don't care if it was the flippin' Pope. Let's get on with it, sister. I want to know what I got. Wait, I thought you said everyone was here. Where's the lawyer? I don't know. I thought he was coming with you. Oh, Lenore, you're useless. Has anyone tried calling him? Well, maybe if you hadn't left town and broken Uncle Chuck's heart, we wouldn't need to call a lawyer to read a will. This is all your fault, Dolores. Okay. Muss ich die nochmal extra ansprechen? Okay, we got off on the wrong foot. Let's try again. Hey, Lenny, long time no see. Screw you, Dolores. You know I hate it when you call me that. If you just came here to piss me off, then leave. Because we both know there's not a snowball's chance you were left anything good in the will. Also, have you called the stupid lawyer yet? I want to get the will read and see how little Uncle Chuck left you. Do you know anything about Dad's disappearance? Dad probably ran off to hide somewhere. It's amazing that Dad and Uncle Chuck were cut from the same genes. One a powerful leader and the other, well, spineless. Don't talk about Dad like that, Lenore. You're so cruel. Ja, Entschuldigung. Das, was gerade losgegangen war, das war meine Erinnerung, weil ich gleich los muss. Ich führe jetzt noch den Dialog zusammen, zu Ende und schneide es dann später so zusammen, dass es halt nicht unterbricht. Also sprich, dass wir hier dann weitermachen. Would it kill you to help out a little? I wasn't the one who abandoned the family. I was always there for Uncle Chuck, so it's time for you to finally lift a finger and help out. Oh, gag me. All you were ever there for was a handout from Uncle Chuck. Oh, Dolores, I won't shed one tear for you when the will is read and Uncle Chuck left everything to me. So Uncle Chuck really hated me? Can you flip and blame him? You broke his heart when you left to become a, you know what. A game developer? Oh, shh. Do you want the whole house to hear? Is my career really that shameful? Oh, hell yes, sweetie. Then what do you tell people I do instead? We just tell people you went to rehab. It's better for the family name. You tell people I'm a drug addict? Better they think that than know you chose to make those mind-corrupting murder simulators for a living. For the last time, Lenore, I don't make murder simulators. Oh, sure you don't, sweetie. Ugh! You know what? I don't care. Tell them whatever you like, you grody poser. But this makes us even for the time I used your homecoming crown as a conductor in my homemade generator. How is Chuck Jr. doing? Chucky is thriving. Some people say he's a brat, but those people just don't recognize his blossoming leadership abilities. No doubt picked up from Chuck Sr. because he certainly didn't get them from his father. How are things with Peter? Fine. Just
peachy. I can't believe we've only been together 20 years now, because it feels like a flippin' eternity. I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt leider ein paar Tage nicht spielen können, deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, wo wir hier geblieben sind. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Peter schon gesprochen hatten. Dolores, if you have anything to say, you say it to me. Peter is embarrassed to talk to a, you know what. Okay, also anscheinend nicht. Kann man die Pflanze Chucky nehmen? Has been sitting here forever. I don't want to move him now. It says out of order. Ja. No one will miss this out of order sign. Okay. The out of order sign is gone, so it's obviously fixed. Haven't been up here for a long time. Ja, okay. Dann schauen wir uns doch mal die obere Etage an. That's Uncle Chuck as a young man, with robots on his mind even then. Okay, da haben wir wieder jede Menge Bücher mehr. Mich würde mal interessieren, kann man die eigentlich lesen? Die meisten Bücher in der Bücherei wurden von dem Backern, steht hier, soll wahrscheinlich Bäckern heißen, und Supportern des... Ach nee, Backern... Ja, okay. Und Supportern des Spiels geschrieben. Diese sind für den Inhalt verantwortlich. Sie wurden deswegen auch nicht übersetzt. Okay. Das habe ich, meine ich, sogar schon mal gelesen irgendwo. That's my grandmother, Edith, and her second husband, Charles. I really admire them. That's my great-grandfather, Edmund Edmund, who was a great industrialist. That's my great-great-grandmother, Lady Edwina. That's my Scottish great-great-great-grandfather, Edyr the Dragonslayer. Okay. Also ich denke mal, das ist nur ähnlich wie die Bücher bei der Wahrsagerin, so zur Show, dass man sich was angucken kann. Zumindest jetzt auf Anhieb nichts gesehen. Schauen wir noch mal kurz. Rede und gehe in der Bibliothek mit Lenore. Krieg den Anwalt dazu, das Testament zu eröffnen. Wer ist jetzt der Anwalt? Der Typ, der rechts sitzt wahrscheinlich. Ah, okay. Und hier muss noch die Staubkörner sammeln. Das heißt, finde raus, was mit Dad passiert ist. Übe die ASC2-Tabellen. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik. Okay, also die ASC2-Tabellen, das hört sich irgendwie so danach an, als ob das eventuell irgendwas auf ihrem Zimmer sein könnte. Es sei denn natürlich, ist es ein Buch, dann habe ich gelitten. Nee, ihr Zimmer war links, oder? Ich meine, da stand gerade einer. Wer war das? Halt, stopp, da ist ein Staubkorn. Haben wir hier rechts noch einen Staubkorn? Nee, das sieht nicht danach aus. Diggin! Ach, der ist das. Warum ist der hier oben? Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the grand lobby. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores! Ja... Naja, wir wissen ja alle, dass das hier so ein bisschen einem ganz großen Irrenhaus gleicht. Ich meine, ihr Zimmer wäre hier vorne gewesen. Ja, ah, wieder ein Stoppkorn, okay. So, kann man hier rechts noch eins holen? Nee, ne? Die cool, kann man die mitnehmen? Ich glaube nicht. Doch, man kann die mitnehmen. Ah, sehr gut. Die konnten wir aber nicht mitnehmen. Da war sie, glaube ich, am... Okay. Letztes Mal konnte ich die, glaube ich, These nicht mitnehmen. These are in mint condition. No way I'm going to touch them. Graphics. It's graphic basic software from Hessware to supercharge my Commodore 64.
It says it's by Ron Gilbert and Tom McFarlane. Wonder who they are. Okay. Kann man das benutzen zum Üben? In PC? My Commodore 64 is now supercharged with Graphics Basic. Ah, okay. Ich dachte jetzt, dass das ein Buch ist, aber okay. Ja, du sollst den benutzen. Hallo? Oder soll ich den It's anschauen? My state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Okay. Also die macht es irgendwie immer nur an und aus. Aber sie benutzt es nicht wirklich. It's a red gel decoder. It's the math trophy I won when I was 12 and attending a summer program at Thomas Bodeman School of Mathematics. It's made out of solid pewter, except for the infinity symbol, which is pure titanium. Ja, aber wir sollen ja die ASC2-Tabellen üben. Wie wir das machen, weiß ich allerdings auch nicht so genau. Staubkörner. Also eigentlich müsste ich jetzt erstmal mit ihr rausgehen und die Staubkörner von den anderen holen. Ich denke mal, dass das dann auch als... Nee, du sollst das nicht öffnen und du sollst hier runtergehen. Hallo. Hier ist noch ein Staubkorn. Da. Ja, dann gucken wir doch auch nochmal schnell in den anderen Ecken hier nach. Hier ist nichts. Das war die Küche, glaube ich. Genau. Hier sind keine Staubkörner mehr. Gut, dann gehen wir erstmal raus. Sind hier noch Staubkörner? Nee. 21 mehr Staubkörner, genau. Und die anderen haben ja schon doch eine ziemlich große Auswahl an Staubkörnern. Wo sind die anderen denn jetzt im Hotel? So. Ah, stopp. Da ist schon wieder ein Staubkorn. Hier unten vielleicht noch irgendwo. Hier nicht. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gerade gar nicht. I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Okay. In der Lobby. Das Geisterproblem, darum müssen wir uns natürlich dann auch noch kümmern. Reisepass. Gott, das ist jetzt wirklich schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich hier alles gemacht habe und alles. Ach, Moment, hat sie jetzt überhaupt doch sehr viel Staubkörner. Los, gebe. Da. Thanks. I've been collecting dust pixels for years. Staubpixel, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Sammle 20 mehr Staubkörner. Das scheint aber nicht geholfen zu haben. Sie muss die wohl selber sammeln. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die jetzt hier irgendwo noch welche findet. Wenn wir jetzt... Ich weiß gar nicht, wo das Zimmer war. War das auf... Ach, hier ist noch ein Staubkorn. Schauen wir doch mal hier nach. Also hier scheint keine zu sein. Okay. Nehmen wir einfach mal die 7. Wenn wir jetzt unterwegs noch irgendwo was finden. Ansonsten denke ich mal, lohnt sich das wohl eher nicht, da jetzt die ganzen Etagen abzulaufen. Na,
Also, es scheint so, wie ich schon gedacht habe, dass sich das nicht wirklich lohnt. So. Moment. Da ist noch ein Stopcorn. Ha! Ich habe noch eins gesehen. Ich habe aber eben noch was gesehen. Genau, wir können den Clown nochmal benutzen.